Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Java-Tutorials. Ich hatte es ja schon angekündigt und heute wird es endlich wahr, die Eingaben kommen. So. Grundsätzlich gibt es so gut vier Varianten der Eingabe, logischerweise von Grund auf alle recht ähnlich, aber es gibt diverse Unterschiede und diverse Unterschiede in der Anwendung und Programmierung. Im Endeffekt kann ich dir ja mal kurz nennen. Das erste wäre, über die Version mit String Args sollte man, denke ich mal, zumindest gehört haben, wird, finde ich, immer noch mal verwendet. Zumindest wenn es um das Thema hardware-nah geht. Ja, mit Java kann man auch hardware-nah programmieren über JNI und so weiter. Irgendwann mal noch. Ja, dann gibt es die zweite Variante, zum Beispiel über das Einlesen einer Datei. Das möchte ich aber später behandeln, weil das ist nochmal ein extra Thema mit den Streams. Die sind ja jetzt logischerweise nicht komplex. Eigentlich ist, wenn man das ganze Grundkonzept verstanden hat, wie bei jeder Sache, ist das eigentlich alles recht einfach und einleuchtend, aber nicht in 20 Minuten erklärt. Plus innerhalb von 20 Minuten, innerhalb derselben 20 Minuten mit den restlichen Eingaben, das geht nicht. So, das heißt, wir überspringen wir mal kurz, nehmen uns dafür aber den Scanner vor, der dann über die Konsole hier unten, beziehungsweise auch über die Konsole, die sich CMD schimpft, das einliest, aber ein bisschen anders als über String Args. Und dann gibt es natürlich noch Graphical User Interfaces, wo wir uns hier mit irgendwelchen Pop-ups zuspammen können. Weil da gibt es unglaublich coole Methoden, wie man das am besten hinbekommt. Oder ja, das ja, sieht schön aus, werden wir dann noch feststellen. Gut. Ich habe aber schon mal was vorbereitet für die erste Version des String Args. AKA, ich habe die erste Aufnahme verkackt, weil ich in. Ich habe es gewusst, ich habe es schon vermutet, dass ich irgendwas nicht weiß, ist eingetreten, deswegen nehme ich das Ganze nochmal neu auf. Werde ich dann an der gewissen Stelle nochmal darauf hinweisen, weil das auch einen Unterschied gibt zu dem, was ich in der ersten Folge mit dem CMD noch gesagt habe. Das war zwar auch richtig gewesen, aber es gibt noch was extra. So, Punkt. Ja. Was habe ich jetzt eigentlich an dem ganzen Programm, an dem Rechner geändert? Nicht viel. Ich habe einfach nur bei der Variable-Definition hier diese drei Zeilen geändert. Ja. Eigentlich könnte man schon zumindest die ersten beiden Zeilen gut verstehen. Ich kann es aber nochmal kurz erklären, auch was ich mir dabei gedacht habe. Und zwar, wir haben hier Double-Punkt Parse Double. Also möchten wir hier in diesem Ausdruck einen Double erzeugen. Den schreiben wir in die Zahl 1. Kennt man ja alles schon von vorher. Jetzt kommt aber natürlich dieses lustige Gerät hier zum Einsatz. Das ist args an der Stelle 0. Man sieht ja hier, das ist ein String Array. Das heißt, da schmeißt man halt irgendwelche Zeichenketten rein und die muss man natürlich dann auch irgendwie verarbeiten. Wie das Ganze am Ende aussieht, werden wir dann auch gleich sehen. So. Wichtig ist, wir nehmen hier args an der Stelle 0, weil das hat ja eine gewisse Reihenfolge, wenn wir erst die 0, dann die 2 und dann die 1 nehmen. Das hat natürlich auch den Sinn, dass wir ja sagen, wir möchten eingeben 2 plus 2. Gut, dann ist die erste Zahl, die 2, wird in Zahl 1 geschrieben. Das Plus wird in Operator geschrieben und die andere 2 in Zahl 2. Deswegen brauchen wir auch die Reihenfolge. Das erste Element von args ist Zahl 1. Das zweite Element ist args, also der Operator, args 1. Und args 2 ist dann die Zahl 2. So. Und der Unterschied ist jetzt hier noch, dass wir uns mit über charAt einen char abholen. Wie gesagt, charAt, da, das war natürlich falsch, drüber scrollen. Ja, man sieht in der Methodensignatur, es gibt einen char zurück, wollen wir hier haben, weil wir haben hier char und da brauchen wir natürlich auch einen char. Ich glaube, man könnte auch einen String reinschreiben, aber ungesund. Das heißt, wir greifen uns einfach über charAt. Das macht nichts anderes als den ersten Buchstaben hier, also den Buchstaben an der Stelle 0 abzugreifen aus diesem String args 1. Also args an der Stelle 1, um das noch besser zu sagen. Und ja, also ist jetzt auch nicht großartig schwierig zu verstehen, denke ich mal, dass man sich einfach den Anfangsbuchstaben abgreift. Aber diese Methode ist halt, finde ich, sehr mächtig. Eine coole Sache auf jeden Fall. Gut, das ist das Vorgeplänkel zu dem ersten Typ und das heißt, wir gehen mal in den CMD. Also Windows-Taste CMD eingeben, Enter. So,
Dann navigieren wir mal in unseren Workspace. So. CD. Das müsste dann Programme sein. Ja, yep, weil wir sind ja hier im Projekt Programme. Dann gibt es den Unterordner SRC. Nein, falsch. Wir wollen den Bin. So, jetzt kommt was eine Neuerung. Aber erstmal rennen wir hier in einen Fehler, indem wir sagen, wir kompilieren das Ganze mal. Und natürlich sagt er uns, Array Index Out of Bounds Exception, logischerweise an der Stelle Rechner.java, Zeile 11. Hier. Und da haben wir natürlich nur ein Array verwendet, das ist das hier. Und ja, wir haben ja nirgendwo Args definiert. Das kommt ja jetzt erst. Das Wichtigste ist aber, wir möchten ja hier in dem Ordner bin eine valide Datei haben, weil wenn wir jetzt das Ganze ändern und wieder hier in den Bin-Ordner gehen, dann haben wir noch die alte Datei. Das heißt, wir müssen es vorher ausführen. Ist halt so, dass man mit Eclipse selten was dafür, also für die Kommandozeile schreibt, aber ist natürlich auch möglich. Und jetzt geben wir ein Java Taschenrechner Punkt Rechner. Was ist das jetzt für ein Quark, wird sich natürlich jeder fragen. Und zwar, wir hatten ja schon mal gesagt, dass wir, wenn wir das ausführen über die Kommandozeile, dass dann nur Rechner eingegeben wird. Rechner ist diese Klasse und Rechner.java, beziehungsweise in dem Sinne dann auch Rechner.class, wie es dann gerade, wie wir gerade darauf zugreifen, liegt in dem Package Taschenrechner. Das heißt, wir müssen vorher Taschenrechner davor schreiben, dahinter einen Punkt. Sonst sagt Java, nein, kenne ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Auch aus dem Grund, es kann ja, das ist der Sinn ja in der ganzen Sache, es kann ja passieren, dass es mehrere Klassen gibt, die Java, also Rechner.java heißen oder dann auch Rechner.class. So. Und trotz hatte ich jetzt auch gerade erst erfahren, dass man ja eigentlich in das Verzeichnis, wo man ja diese Datei gespeichert hat, die man ausführen möchte, rein navigiert über Kommandozeile, sucht sich trotzdem das der Java-Compiler, beziehungsweise Java dann das ausführende Programm, dann trotzdem irgendwoher das Teil. Ergo, es kann sein, wenn man jetzt in dem Verzeichnis bin ist bei Programme und dann irgendwo in einem anderen Projekt noch eine andere Klasse Rechner hat, kann das sein, dass er sich die nimmt. Wäre doof. So, das heißt, wir müssen also Taschenrechner Punkt davor schreiben und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, wir übergeben Argumente. Also sagen wir 2 plus 3. Führen wir das Ganze mal aus, danach wissen wir, was das zu bedeuten hat. Ja, das Ergebnis von 2 plus 3 ist 5. Magic happens, ne? Also, der ganze Spaß an der Sache ist, wir haben jetzt durch Leerzeichen getrennte Argumente angegeben. Die 2 findet man in args an der Stelle 0, das erste Argument. Das Plus ist das zweite Argument und die 3 ist das dritte, also an args an der Stelle 2. Ich muss selber mal schauen, ich weiß nicht, was ich davor gesagt habe, den Satz zuvor, das Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen, aber ich hoffe mal, das ist richtig formuliert, weil man sollte ja immer auch darauf aufpassen, dass man das Ganze richtig formuliert, weil es kann ja sein, wenn man das so ein bisschen leger formuliert, das aber fachlich dann falsch ist. Schwierig, schwierig, ne? So. Ja, aber das ist eigentlich der erste Punkt, den man hier so verwendet. Also, ja, 2 plus 3, ich denke mal, da der Taschenrechner funktioniert, brauche ich nicht mehrere Sachen angeben. Das ist nur zur Eingabe. So. Dann können wir das Ganze mal schließen und widmen uns der zweiten Variante, und zwar dem Scanner. Das heißt also, ich lege übrigens nicht hier für jeden Eingabetyp das einzeln an, sondern ich mache das einfach so, weil ich es kann. Ha. Gut. Der Scanner. Wir wollen einen Scanner anlegen. Ganz einfach, also schreiben wir Scanner. Ha, Party hard. Dahinter noch Steuerung Leertaste, wenn wir das fertig geschrieben haben. Und finden hier java.util.scanner. Was das Ganze macht, sehen wir gleich. Aber erstmal schreiben wir Scanner, dann geben wir einen Namen, wie man halt eine Variable definiert. Ist gleich new Scanner. Kennt man ja hoffentlich alles, wäre schade, wenn nicht. Und nehmen dann den Input Stream. Das heißt, wir kriegen dann auch über System.in
Es gibt nicht nur System.out wie hier, sondern auch System.in. Hätte man natürlich nicht vermutet. Kriegen wir jetzt den Scanner. So. Und da können wir jetzt anders agieren. Indem wir sagen, wir schreiben jetzt eine Ausgabe. Und indem wir sagen, sysout, kennt man ja auch, Zahl 1 eingeben, Doppelpunkt. Danach schreiben wir sc. Jetzt has next. Das ist falsch. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Das sind nämlich alles Boolean-Funktionen. Wir wollen ja kein Boolean haben, wir möchten gerne next haben. Genau, da haben wir doch. Next big decimal, next big integer, sind coole Sachen übrigens. Next boolean, next byte, next double. Das klingt doch ganz gut. Wir wollen ja den next double haben. Und dann schneiden wir das aus und fügen das Ganze hier ein. So. Das können wir übrigens dann noch hierhin kopieren, damit das alles etwas schöner aussieht. Zack. So. Falsch. So. Das heißt, wir haben jetzt, um das nochmal kurz aufzugreifen, wer das jetzt nicht ganz folgen konnte. Wir haben jetzt gesagt, wir definieren einen Scanner. Der Scanner lauscht, also prüft auf dem Stream-System.in. Also einfach einen Stream, der Richtung des Programms läuft. Hier ist ein Stream, der Richtung der Ausgabe läuft. Ist ja immer Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Ist ja irgendwo noch das EVA-Prinzip, hat man in der 7. Klasse Informatik schon hoffentlich mal gehört. Ist natürlich auch irgendwo hier anzufinden. Input-Stream, Verarbeitung, Output-Stream. Bisschen besser. So. Cool. Die Funktion nextDouble muss man jetzt nicht, vielleicht nicht sofort verstehen. Das ist einfach nur, also das muss man nicht sofort verstehen. Das versteht man vielleicht besser, wenn man dann das Ganze in Aktion sieht. Weil möglicherweise der ein oder andere das nicht erwartet, was passiert. So. Gut. Dann greifen wir wieder den nächsten Double ab. So. Speichern. Und jetzt den Operator. Operator eingeben. So, und das wäre dann logischerweise sc.nextchar. Gibt es dann wahrscheinlich nicht. Ha, dann nehmen wir next. So, übrigens merken wir gerade, der Gerät sagt nein zu String in Chars speichern. Das haben sie jetzt in Java 8 dann auch nicht eingeführt. Man muss sagen, ich weiß immer nicht alles, was in den neuen Versionen aktuell ist. Ich habe mit Java 1.6 angefangen, 1.7 auch schon öfters mal mit programmiert und jetzt halt erst neuerdings auf Java 1.8 umgestiegen. Ist ja so gesehen auch recht neu. Für Mitte August. Naja. Recht neu, schon 3-4 Monate alt. Naja, wie man es nimmt halt. Gut. Das Punkt Next ist einfach übrigens, wer es vermutet hätte, einfach das, was da reinkommt, abgegriffen. Und was geben wir ein? Natürlich geben wir eine Zeichenkette alias eine String ein. Deswegen gibt es natürlich auch die Funktion char add. So. Und dann hauen wir das Ganze mal durch. Zahl 1 eingeben. 3. Zahl 2 eingeben. 3. Nehmen wir mal 4, damit noch was Unterschiedliches rauskommt. Und Operator eingeben, ein Plus. Das Ergebnis von 3 plus 4 ist 7. Niemand hätte dies vermutet. Ja. Heißt also, was machen wir hier? Wir geben aus, dass die Zahl 1 eingegeben werden soll. Steht hier. Man könnte es natürlich auch schöner machen, indem man hier nicht println schreibt, sondern print nur. Das kann man ja mal kurz machen. Muss ja alles schön aussehen, ne? Muss nur schauen, dass ich jetzt mit der Zeit hinkomme. Ja, oh je. Viel Zeit bleibt nicht mehr. So. Machen wir was anderes. 5, 7, minus 2, genau. So.
Rechner rechnet immer noch richtig. Und jetzt haben wir das so gemacht, dass hinter der Ausgabe kein Zeilenumbruch kommt. Das heißt nämlich Printline bedeutet einfach, dass hinter der Ausgabe ein Zeilenumbruch kommt. Hier kommt bei Print, da fehlt das LN für Line, kommt kein neuer Zeilenumbruch. Das heißt also, wir geben das aus und danach erwartet das Programm, also die Konsole, besser das auch das Programm so gesehen, erwartet einen Double. Wir geben natürlich hier nur ein Int ein, das haben wir vorher auch schon bei den bei dem CMD gemacht, aber es gibt das sogenannte Autoboxing, das schmeißt mir, also das macht dann aus dem Int ein Double, weil jeder Int ist durch ein Double darstellbar. Ja, so. Das Ganze passiert natürlich auch dann hier bei sc.nextdouble. Beim nächsten halt, der wartet halt so lange, bis eine Zahl eingegeben wird. Man hat halt kein Zeitfenster, kein gar nichts, der wartet einfach. So. Und bei next und dann char-add ist natürlich dasselbe. Sollte man jetzt hier ein minus, minus, minus eingeben, ist das dem Programm aktuell egal. Es soll ja nicht da hier der Punkt sein, dass es übelst abgeprüft wird, ob das, was man eingibt, auch stimmt. Das kommt später. Sondern man soll halt auch schauen, dass es erstmal schnell hier mit, also das schnell erklären kann. So. Gut. Demnach war das schon der Scanner gewesen. Da kann man viel mit rumprobieren. Ist eigentlich immer derselbe Aufbau. Also das oben hinschreiben und dann über sc.next das eingeben. Man kann natürlich auch diese komplette Ausgabe hier komplett weglassen. Ist natürlich nicht ganz so sinnvoll, weil man dann nicht weiß, was man überhaupt eingeben soll. Das heißt, immer eine kurze Ausgabe dazu schreiben und dann hat man das. Übrigens immer schön ein Leerzeichen in den Doppelpunkt, weil sonst ist das hier direkt dran geklatscht. Sieht natürlich auch doof aus. Ja. Gut, und nun kommen wir noch schnell zum letzten Punkt, dem Graphical User Interface. Ja, wir werden jetzt hier keine übelste GUI zusammenbasteln, wie man es zum Beispiel, wenn man hier Kalk eingibt. Sowas werden wir gerade mal nicht basteln, sondern wir basteln uns schön mit Bastelkleber und Leim und alles drum und dran. Das machen wir wann anders. Wir basteln uns ein recht schnelles User Interface, also Graphical User Interface. Das heißt, wir schmeißen das Ganze weg. Super, ne? Wir schmeißen das weg. Das. Und das. Ich hätte was vorbereiten sollen, glaube ich mal. So. Gut. Was machen wir jetzt? Ganz einfach. Wir können auch übrigens die Importanweisung, die über das Steuerung-Leertaste hinzugekommen ist, können wir auch wegschmeißen. Importanweisung kommt später auch nochmal. Brauchen wir jetzt wieder, aber das ist noch ein anderer Punkt, den ich glaube noch nicht behandelt habe. So. Ist aber auch im Richtung Grundlagen, Objektorientierung unter anderem. So, wir brauchen eine neue Klasse. Wir nehmen mal JOptionPane. Cool. Punkt. Und schauen mal durch. So, Show Confirm, Show Option Dialog. Yay. Show Input Dialog. Ah, das klingt doch ganz gut. Ja. Oh. Ja. Input Dialog Object. Component. Ja, nehmen wir erstmal das hier und schauen mal, ob wir jetzt hier, ja klar, können wir eine Sache eingeben. Und schauen mal, was da rauskommt. So, Eingabetaste, ein Semikolon. Und das Ganze wird natürlich wieder nach Double geparst. Übrigens schreibt man logischerweise hier nicht, dass man castet. Casten tut man nur bei primitiven Datentypen. Das wird bei anderen Sachen etwas schwieriger. So, das Ganze, zack, nochmal für hier mit Zahl 2. Und mal wieder über char add. Das heißt, wir kopieren uns das Ganze wieder. Wieso? Nee, das ist mit dem, das ist falsch. So, zack. Nein, das ist doch nicht ganz falsch gewesen. char add 0.
und das Semikolon und schau mal, was da Ganze rauskommt. Hoffentlich viele Pop-ups. Ja, Zahl 1. 3. Okay. Zahl 2. 4. Okay. Und das Ganze ist dann... Ja, richtig. Aus der Hand geschüttelt, so gesehen. Ich habe mich natürlich wie immer nicht vorbereitet, sondern einfach highlife das Ganze runtergeschrieben. Das Ergebnis von 3 plus 4 ist 7. Hatten wir schon ein paar Mal. Mir fällt halt nichts Neues ein. Ja, das ist immer so schlimm. Weil das Plus auch gut erreichbar ist. Zum Beispiel das Mal, da müssen wir die Shift-Taste drücken. Das wäre schon wieder viel zu viel Arbeit, ne? Kennt man ja. Cool. So, was haben wir jetzt hier gemacht? Natürlich wieder übelst die Magic. Aber das ist eigentlich recht einfach zu erkennen. J-Option-Pin, ja, ist halt eine Klasse, die ein J vorne hat. Und zum Paket Java X Swing gehört. Was Swing ist, werden wir natürlich bei der grafischen Oberfläche noch dann genau behandeln. Aber was wichtig ist, in der Klasse JOptionPane, die stellt einfach Methoden bereit, die einfach einen Dialog anzeigen. Zum Beispiel ein Bestätigungsdialog oder ein Input-Dialog, also ein was zum Eingeben. Deswegen haben wir den Input-Dialog verwendet. So. Und diverse andere Dialogarten. Meistens sind die aber trotzdem nur in der Möglichkeit hier Ausgabe okay abbrechen. So. Das kann man übrigens selbst auch noch abfangen. Also man könnte jetzt sagen, ich möchte darauf warten, bis die okay-Funktion, also bis der okay-Button gedrückt wird. Wir haben ja gerade gesehen, da geht man ganz anders ran und zwar über JOptionPane. Hat man jetzt hier Cancel Option, Closed Option, Default Option und so tausend Sachen. No, okay. Okay Option. Also mit der Okay Option kann man dann abprüfen, ob das Ganze auch angenommen wurde. Ich könnte zum Beispiel wahrscheinlich, das müsste jetzt mal so Try and Error mäßig mal rausfinden, ob man sagen kann, wir führen das Ganze aus. 3, abbrechen. Okay. Checkt das schon ab. Also kann man das nicht tun. Also könnte man zum Beispiel schon voraussetzen, dass abgeprüft wurde, ob den OK-Button gedrückt wurde. Jetzt haben wir natürlich ein Programm, was crasht, wenn man auf Abbrechen klickt. Das ist natürlich doof. Das heißt, man könnte im Gegenzug dann abbrechen, auf Abbrechen abprüfen. Zungenbrecher, ne? Und dann kann man das Programm etwas besser gestalten, indem man sagt, das stürzt nicht ab. Das ist immer ganz wichtig. Programme, die crashen, sind doof. Und deswegen kann man da auf vieles abprüfen. Und das ist halt ein Int. Und eine, und so gesehen dann auch eine Konstante. Hat man da vielleicht gesehen, dass alles groß geschrieben wurde? Alles, was groß geschrieben wird, sind, also was durchgängig groß geschrieben wird, sind Konstanten. So, jetzt genug erzählt. 25 Minuten sind das ungefähr hier und ich hoffe mal, man kann jetzt eigentlich schon gut Programm schreiben. Man hat Eingaben, Ausgaben, Verarbeitung. Coole Sache. Wir können also so gesehen in der Theorie ein wenig weitergehen oder uns nochmal auf ein Projekt stürzen. Das werde ich dann operativ entscheiden. Falls mir mal ein gutes Projekt einfällt, was man so in 20 Minuten schnell runterschreiben kann. Wir können zum Beispiel diesen Taschenrechner hier erweitern. Puh, Magic, ne? Klar könnte man den erweitern, indem man sagt, man stellt ein Array zur Verfügung, dass man halt nicht nur zwei Zahlen addiert, multipliziert, subtrahiert, dividiert, sondern halt auch mehrere Zahlen, also zwei und aufwärts Zahlen. Das könnte man zum Beispiel mal tun. Okay, also haben wir schon mal eine Idee gefunden, deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Auf der rechten Seite könnt ihr abonnieren, links gibt es noch das letzte Video und drunter die Playlist, ich bin raus. Tschüss!